und zurück hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, es ist halt mal ein bisschen was anderes hier. Wir wollen mal schauen, ob wir nicht ein bisschen Traffic hier Richtung Twitch routen können. Das ist hier so mein, ich will jetzt nicht sagen, Außenlager für alles, was nicht mit LS zu tun hat, aber in die Richtung wird es laufen. Mir wurde ein Key zur Verfügung gestellt für Guards at the Gate. Und das spielen wir jetzt mal ein bisschen. Angezockt hatte ich das schon mal vor langer, langer Zeit und ja, wir können ja entweder das Ganze mal continuen, also fortsetzen, oder ich glaube, es wäre, glaube ich, geschickter hier neu anzufangen. Man bewegt hier eine kleine Gruppe von diversen Figürchen über solche Hexfelder hier und muss dann halt hier diverse Punkte abarbeiten, sich gegen Gegner durchsetzen und seinen Weg dann Richtung ja, Levelausgang bahnen. So, wir machen jetzt einfach mal ein neues Team auf. Dann können wir hier wählen zwischen Kampagne und Arena, aber Arena sind wir noch nicht, ja, für prädestiniert, und wir wollen mal anfangen, die verschiedenen Klassen hier durchzugehen. Wir sehen hier einen Mutanten, der ist natürlich sehr stark im Melee, hat natürlich auch nicht jetzt unbedingt die beste Rüstung, dafür jede Menge Leben, ja, durchschnittliche Geschwindigkeit möchte ich meinen, und macht halt so 4 bis 5 Schaden. So ein Wizard, der hat natürlich auch Stoffrüstung, ist klar, ne? Bewegen kann er sich auch nicht so unbedingt, hält natürlich nicht auch so ein, oder nicht viel aus, so ein Stoffi, macht halt auch so durchschnittlichen Schaden. Dann haben wir hier einen Schaman, der ist dann eigentlich eher so dafür, glaube ich, da, wenn ich das ja noch richtig weiß, korrigiert mich bitte gerne auch dazu, um A zum Heilen und B dann halt so Seuchen auf die Gegner dann halt zu casten bzw. auszubringen und ja, die dann halt auf Distanz dann halt schon ein bisschen zu schwächen mit irgendwelchen Dots. Dann haben wir hier natürlich dann halt unseren Ranger, also einen ganz normalen Bogenschützen, und natürlich hier so einen Ritter, sage ich jetzt einfach mal, so unser Paladin. Und da wollen wir dann jetzt mal unser Team drumherum bauen. Und da tendiere ich doch dazu, so einen Wizard zu nehmen. Schamane, weiß ich jetzt nicht gut, aber so ein Ranger ist schon ganz nice. Ich glaube, ich mach das mal so. Wir werden sehen, was uns erwartet. Ja, und dann geht's hier auch schon los. Wir überspringen das Ganze einfach mal. Und dann kann man hier loslegen. So, dann gibt es halt hier unterwegs so kleine Hilfestellungen. Wir fangen mit dem Schurken, wollte ich gerade sagen, mit unserem Charakter an, den wir auf der linken Seite erstellt haben. Und wir bewegen uns einfach mal vorwärts hier Richtung neues Feld. Und jetzt geht es natürlich erstmal darum, hier die Basics dann halt kennenzulernen. Und ja, wir greifen einfach mal hier das Figürchen an. Und das war's auch schon. Zack, kriegst du 3 Gold dafür. Dafür kannst du dann halt so bei fahrenden Händlern dann nachher irgendwas leisten. Jo, jetzt muss ich mal eben gucken. Gab es irgendwie eine Möglichkeit, die Karte zu scrollen? Nein, gab es nicht. Da müssen wir halt gucken, wie wir hier zu Potte kommen. Gehen einfach mal ein Feld weiter, und jedes Mal auf diesen roten Feldern passiert halt irgendwas, ne? Und wollen wir mal gucken. Greifen wir den direkt mal an hier. Hier oben sehen wir dann auch je nach, wie hieß das denn? Nicht Intensität, sondern nach da gab es irgendwie ein spezielles Wort für. Bei Heroes of Might and Magic hat man das zum Beispiel. Au, jetzt haut er mit 8 Schaden zu. Ja, guck mal. Kriegst du den noch nicht mal klein. Das ist unfassbar. Ja, und mit Heilen ist hier nichts, ne? Also du hast halt hier grüne Felder, wo halt nichts passiert. Du hast halt hier rote Felder, wo du auf jeden Fall davon ausgehen kannst, dass da irgendein Gegner ist. Und jetzt sehen wir hier auch schon unseren nächsten Kompagnon. Und hier hinten den dritten im Bunde. Und wir wollen jetzt mal gucken, dass wir nicht hier unseren grant all allies protection for 3 turns. Ja, das machen wir erstmal.
Also erstmal ein bisschen zusätzliche Rüstung. Kann der auf jeden Fall gebrauchen. Und das hier ist ein Caster von denen. Und das ist ein Melee. Also zack, auf den Caster drauf erstmal. Ah, super. Und wenn du natürlich Pech hast, guckt er auch noch. Oder beißt er nachher noch ins Gras? Ah, siehste? Oh mein Gott. Das war schon mal ordentlich. Der kann tatsächlicherweise nur direkte. Aua. Ja, und zack, da fährt er schon direkt um. Junge, Junge, Junge. Ja, die kannst du, glaube ich, irgendwann wieder aufheben. Aber so richtig weiß ich das auch nicht mehr, ne? Ach ja, und er guckt natürlich, dass er auf Distanz bleibt. Das ist natürlich auch ein cleveres Kerlchen hier. Aber es wird ihm nicht nichts nützen. Und natürlich nur die, die überleben, kriegen nachher Erfahrung. Also das heißt also, er ist da leider Gottes dann der arme Gelackmeierte. So, was gibt's hier? Und zwar weiß ich auch immer. Disable the trap by change all alter frames to red using a rune stone which change all of the edging to alter frame color. Okay. Ja, das ging flott. Einfach nur anklicken, fertig. Okay, also hier gibt es irgendwelche Skills, haben wir jetzt gerade gelernt. Hier ist ein Feuerchen. So, jetzt müssen wir eben gucken. Ja, er hat schon ins Gras gebissen hier, glaube ich. Dunkel hinterlegt, da passiert also nichts mehr. Dritten Skill hat er gekriegt, aber er ist nicht mehr ganz so unter den Lebenden, möchte ich meinen. Obwohl, 8 Leben hat er. Hm. Der hat 27 und der 26. Na ja, gut. Was kann das? Ah, 50%ige Crit-Chance. Hört sich immer gut an. So, und jetzt hier kommen wir da noch zum Ende des Levels und zum Endgegner. Dann gucken wir mal. Unterstützen wir mal hier unseren Bogenschützen. Erstmal. Also wieder ein bisschen Rüstung verteilen. Und dann lassen wir es einfach mal. Ah, das sieht doch schon besser aus. Sleep Target Enemy for 2 Turns. So, dann kümmern wir uns erstmal um den da hinten. Ja, ist klar. Also hier können wir den oder unsere Kompagnons ein bisschen buffen. Den ziehen wir erstmal hier hin. Und machen dann den Firestrike auf den da hinten. Das hat schon mal gesessen, das ist schon mal gut. So, jetzt können wir hier Aimed Shot machen. Sudden Shot, Range Attack, die 120 Base Damage und Slow Target. Das ist natürlich auch geil. 220, also ist hier so ein scharfer Schuss. Und dann halt hier der normale Angriff, den wir halt haben. Und wir machen das einfach mal. Oh, der kriegt eine Blutung. Das ist natürlich auch nice. Waffen brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das ist geil. So. Initiative. Jetzt habe ich's. Das war das gesuchte Wort. Das ist der Endgegner hier. Der haut natürlich ein bisschen kräftiger zu. Alter, geht noch kaputt, ey. Junge, Junge, wegen 2 Punkten. So, Level geschafft. Yes! So, 2 Gold und Wings. Wing of Bat, also hier so ein Fledermausflügel. Da gibt wahrscheinlich auch wieder irgendwelche tollen Sachen. Das ist hier unser nächstes Level bereits. Also, wir haben hier natürlich die grünen Felder, wo halt nicht unbedingt was passiert. Kann sich aber auch
noch ändern, wie wir hier sehen gerade. Ja, danke auch. Jawohl, immer schön auf den Stoffi. Und jetzt geht's erstmal was auf die Mütze. So viel dazu. Und der bufft jetzt erstmal ein bisschen Rüstung. Macht aber noch so eine hässliche Schabe. Wir paralysieren den erstmal. Dann haben wir da schon mal Ruhe. Was hat denn die Schabe an Leben? Sehen wir das irgendwo? 6 von 6, alles klar. War ja wieder super. Ey, kann doch nicht sein, dass er den... Oh! Okay. Das war nicht so toll. Ja, wieder auf den Stoffi, ist klar. Dafür kriegst du den hier. So, der fällt nicht um, das ist schade. Zack, bumm, fertig. Und alle kriegen ein bisschen Erfahrung. Das ist auch schon mal schön. Gut. Ja, eigentlich, ne, erklärt sich das Ganze halt von selbst. Ist halt sehr kurzweilig, sehr taktiklastig tatsächlicherweise. Da muss ich halt schon überlegen, wie stelle ich mein Team zusammen? Wie gestalte ich das Ganze? Was kann das hier? Plus 1 Speed. Ah ja. 12 Gold haben wir. Da können wir nachher irgendwas verkaufen. Hier unten können wir dann halt irgendwelche Skills noch durch die Gegend tauschen. Das geht auch noch. Und dann kannst du hier irgendwelche Talente nachher noch wählen. Irgendwelche Buffs zum Beispiel beim Ritter hier. Oder er kriegt halt irgendwelche besonderen Angriffsmöglichkeiten. Er kriegt halt hier Magic Armor. Oder Safe Fire. Das heißt also, wenn man nachher so einen AOE-Angriff hat, dann macht man halt an seinen Verbündeten keinen Schaden. Aber ich glaube, 25 Verteidigung ist auf jeden Fall erstmal angebracht, möchte ich sagen. So. Dann lassen wir das auch erstmal so. Und ich möchte dieses Video dann auch an dieser Stelle schon für beendet erklären. Und ja. Vielleicht hat ja der ein oder andere Freude daran und holt sich das Ganze. Gibt's auf Steam zu erwerben, käuflicherweise. Und wer auf das Ganze hier steht, der möge sich das ganz gerne mal anschauen. Und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß dabei. Bis dahin, macht's erstmal gut von meiner Seite aus. Bis dann, tschüss.